Im Laufe der letzten Jahre wurde in den Nachrichten auf der ganzen Welt über zahlreiche verrückte Dinge berichtet. Von Pyramiden in der Antarktis bis hin zu abgestürzten UFOs und geheimen Stützpunkten für Aliens oder die Spitze der Regierung. An einem Ort, der so kalt ist, dass kaum einer genauer hinsieht. Mit anderen Worten, die Antarktis hat sich zu einem Sammelbecken für Verschwörungstheorien entwickelt, in denen viele Menschen über die wahre Natur des gefrorenen Kontinents spekulieren. Eine der bekanntesten Verschwörungstheorien in Bezug auf die Antarktis sind die angeblichen supermassiven Pyramiden mit den schneebedeckten Gipfeln. Diese angeblichen Strukturen, von denen Geologen sagen, dass sie nicht mehr als natürliche Formationen sind, sollen die Überreste von extrem alten Zivilisationen sein, die die Erde vor dem Entstehen unserer Zivilisation bevölkerten. Natürlich gibt es keine physischen Beweise, die die Idee stützen, dass die Pyramiden der Antarktis real sind. Wahrscheinlich, weil sie nichts anderes als Berge sind. Es gibt viele andere natürliche Formationen auf der ganzen Welt, die viele Menschen ebenfalls für künstlich errichtete Pyramiden halten. Doch gerade weil unsere vermeintlichen Pyramiden unter einer dicken Schneedecke liegen, halten sich diese Theorien ebenso hartnäckig wie die der gefakten Mondlandung. Gerade deswegen wurde jahrelang über sie geschrieben und gesprochen. Doch jetzt gibt es etwas völlig Neues, das ebenfalls aus einer der kältesten Gegenden der Welt kommt. Verschwörungstheoretiker haben nun etwas Neues gefunden, worüber sie reden können. Ein riesiges Gesicht unter einer dicken Schneeschicht. Doch dieses hier ist nicht irgendein Riesengesicht, sondern ein gewaltiges Alien-Gesicht, das nach einigen Theorien von einer extrem fortgeschrittenen Zivilisation zurückgelassen wurde, die offenbar Aliens verehrte. Das dank Google Earth gefundene Gesicht ist angeblich in einer abgelegenen Region im Südosten der Antarktis errichtet worden und ergänzt somit die Liste der Anomalien auf dem gefrorenen Kontinent um ein weiteres Mysterium. Das Satellitenbild wurde zuerst von einem Instagram-Account geteilt, der für angebliche UFO-Videos bekannt ist. UFO Scandinavia hat ein Video hochgeladen, das einen Mann zeigt, der einen Satellitenscreenshot von Google Earth vergrößert und verkleinert. Der Bereich, in dem sich das angebliche Riesengesicht befindet, ist seltsam geformt und vermittelt den Eindruck, dass das, was sich dort unter dem Schnee befindet, Augen, Nase und Mund hat. Das Bild wurde anschließend von einem anderen Verschwörungskanal geteilt, diesmal auf YouTube. Von dort an verbreitete sich das Video wie ein Lauffeuer. Die Betreiber des YouTube-Kanals denken, dass das supermassive Gesicht eine Art extrem alter Struktur ist, möglicherweise sogar eine Megastruktur, die von einer längst vergangenen Zivilisation hinterlassen wurde. In dem YouTube-Video sagt einer der Erzähler, dass es möglich wäre, dass alte Zivilisationen diese Formation zurückgelassen haben, eine Zivilisation, die in der damals noch warmen Antarktis lebte. Sie behaupten, dass das beschleunigte Schmelzen des Eises durch die Klimaerwärmung auf dem Kontinent Strukturen aufdeckt, die der Menschheit seit ewigen Zeiten verborgen geblieben sind. Viele Menschen sind überzeugt, dass die Verschwörungstheoretiker hier gar nicht so falsch liegen könnten. Unter den vielen Kommentaren auf YouTube schrieb ein Benutzer, dass das Gesicht oder was auch immer es ist, nicht natürlich ist und dass die Natur nicht wirklich in der Lage ist, solche Dinge zu erschaffen. Tatsächlich argumentiert er weiter, dass das Gesicht einem Wikinger ähnelt und dass auf seinem Kopf ein gigantischer Metallhelm zu sitzen scheint. Andere Nutzer, die das YouTube-Video kommentierten, schienen rationaler zu sein und sagten, das angebliche Gesicht sei rein natürlichen Ursprungs und erinnere an ein Eis mit vielen Rissen. Trotz Behauptungen von außerirdischen Rassen, verlorenen Zivilisationen und Riesengesichtern, die unter dem Eis begraben sind, ist das wahrscheinlichste Szenario nur eine natürliche Formation. Unser Verstand spielt uns hier einen Streich. Dieses Phänomen nennt man Pareidolie, ein seltsamer Effekt, durch den unser Gehirn bekannte Formen, Strukturen und sogar Muster erkennt, wo sie nicht existieren. Viele Bilder des Erdmondes und sogar Fotografien der Marsoberfläche sollen Hinweise auf verlorene Zivilisationen, außerirdische und geheime Stützpunkte enthalten. Laut NASA sind dies allerdings alles Fälle von Pareidolie.